Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Risen. Viel Spaß. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video bzw. zum nächsten Part vom Let's Play Risen. Mit mir, dem Mad Max Master. Und ja, ich würde sagen, bevor wir anfangen, noch eine kleine Info. Ihr seht ja unten, es ist ein bisschen länger der Part als sonst. Und ja, ihr seht ja auch, es ist Sonntag. Kann ich hier runterfallen? Nee, da kann ich nicht. Guck mal, ich schwebe gerade, ich bin Jesus. Ja, wir haben Sonntag und ja, das Let's Play, wie ich ja auch schon angekündigt habe im letzten Part, das Let's Play wird ab sofort immer sonntags kommen und zwar in, ja, so ungefähr Stundenfolgen. Ich werde wahrscheinlich nicht ganz eine Stunde machen, aber so ungefähr eine Stunde immer. Genau, nur so als Information für euch. Ja, ihr könnt ja zum Beispiel, manche haben gesagt, ja, es ist viel zu viel, wenn du da irgendwie Stundenparts machst und so, also dass im Endeffekt zu viel, zu lang ist, das Video, dass sie keine Zeit haben, das alles anzugucken. Ihr könnt es ja so machen einfach, ich meine, im Endeffekt in der Woche würden dann immer ca. 15 Minuten kommen, das wären dann 15 mal 6, wären dann 15 mal, sind 30, sind 60, sind 90 Minuten, wenn ich jetzt falsch, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, 90 Minuten. Ihr bekommt ungefähr die Hälfte. Ja, und ihr könnt es euch ja dann auch aufteilen. Ne? Wenn ihr sagt, ja, nee, es ist mir zu viel, dann guckt ihr halt einfach den Rest irgendwann anders an. Und fertig ist die Wurst. Weil ihr müsst einfach verstehen, ich habe einfach nicht die Zeit, das alles zu machen. Weil wir einfach so mega viele, na gut, das heißt so mega viele Projekte, das nicht. Aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als nur aufzunehmen. Also viel Spaß. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Vom Schlösserknacken. Also viel Spaß, wenn es auch macht. Aber ich habe halt wirklich nicht so viel Zeit, dass ich echt nur am Aufnehmen bin, also nur aufnehmen kann. Was ist denn das für ein komisches... Was ist das? Leute, ich war hier noch nie drin. Fette Sache. Ah, siehst du mal. Warte, ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich weiß nicht, ob das jetzt euch mega viel bringt, aber ganz ehrlich, wir haben so viel Fackeln. Wir sammeln im Laufe auch so viel Fackeln im Laufe des Jahres. Im Laufe des Jahres, genau. Im Laufe der Risen-Spielzeit, whatever. Und daher, ja, kann man hier schon mal gut eine Fackel genießen. So, und zwar möchte ich nämlich darüber. Und zwar nicht hier hin, sondern ich möchte hier rein. Und möchte mal kurz die Lage checken. Ich habe gerade irgendwie nur 25 FPS, ich weiß nicht, was da los ist. Theoretisch, also Programme und sowas ist, dürfte eigentlich nicht offen sein. Ich habe nicht mal Skype an, glaube ich, gerade. Und wenn doch, dann, ja, fail. So, noch ein Wildschweinfell. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal dabei waren. Also bei welcher Mission, bei welcher Quest. Übrigens noch ein Kurzbogen, ne? Wir haben ja gerade einen hinten drauf, aber wir haben jetzt halt noch einen. Das heißt also, wir können einen verkaufen, plus wir haben noch ein paar Pfeile dazu bekommen, was ganz geil ist. Aber ich denke mal, den Kurzbogen werden wir wahrscheinlich eh nie brauchen, von dem her, ja. Pff, aber egal, wir haben einen, das ist schon mal gut. Was ich sagen wollte, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen hier in der Hafenstadt questen. Ich wollte ja letztes Mal, da kam es so ein bisschen, glaube ich, rüber, dass ich irgendwie, ja, so schnell alles machen wollte, dass ich fertig werde und sowas. Aber, nee, ich würde sagen, wir lassen uns ein bisschen Zeit einfach, oder? Ich meine, ist ja, pff, scheiße, der Hund drauf. Ich weiß, die schlafen jetzt gerade alle. Da ist doch ja. Was. Schwertrohlinge kommen. Kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Nur das, was ich im Laden habe. Aber wenn du Eisenerz hast, kann Walter dir vielleicht weiterhelfen. Okay, dann gehe ich mal, weil man kann ja auch dem... Ich hoffe, du siehst dich nur um. Man kann ja auch dem Typ hier sozusagen verhelfen, dass er weniger arbeiten muss. Ja. Und dann sprechen wir einfach mal an, oder? Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein. Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Lol. Leute, sorry, ich muss es gerade... Leute, das war voll lustig. Oder das heißt lustig, ja, eigentlich überhaupt gar nicht lustig. Und zwar... Alter, warte mal, ich muss da... Alter, warte mal. Guck, ich bin gerade eben... Ich habe ja immer so eine Kerze an, noch bei einem Aufnehmen, weil es einfach chilliger ist. Und, ich bin gerade noch kurz in die Küche gegangen. Und ja, dann plötzlich, wo ich wieder kam, habe ich gesehen, dass mein Headset in der, also auf der Kerze sozusagen drauf lag. Das Stückchen von dem Plastik ist schon so leicht angeschmort und so. Also ganz krasser Shit. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Kerze, ich habe die jetzt ein bisschen hochgestellt, weil ich die irgendwie teilweise ausblas aus Versehen. Und ich habe da so einen Untersetzer, ne? Und die Kerze, diese Untersetzer ist jetzt komplett voll mit Kerzenwachs, mit flüssigem Kerzenwachs. Ich habe gerade mal runtergeholt. Und
Alter, leck mich am Arsch, ist die instabil. Da ist übel der Spalt drin. Leck mich am Arsch, ist das so ein geiler Shit. Und, Alter, die Flamme eskaliert, ey. Leck mich am Arsch. Ey, ohne ich liebe es, mit Feuer zu spielen. Geht doch nicht nachmachen daheim, ne? Aber Feuer ist schon was Cooles. Okay, ja, egal. Ich hab mir gerade mal runtergestellt. Ich muss es beobachten, nicht, dass hier irgendwie gleich alles wegläuft. So, interessante Geschichten über meine Kerze. Jetzt geht's mal weiter. Wie läuft's denn bei dir? Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Okay, das ist natürlich doof, wenn man nicht schläft und auch nicht mal ein Bier trinkt hier. Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Okay. Ich hab Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 Eisenerzbrocken. Für Bastardschwerter brauchst du 10 und 2 Händer benötigen 12 Eisenerzbrocken. Ja gut, aber ich will mir eh keine Schwerter. Der kann auch gar keine, weißt du, so Stäbe oder sowas kann er ja auch gar nicht. Also die Klingen von Stäben zum Beispiel kann er auch nicht herstellen. Der kann nur Schwerter herstellen. Deswegen irgendwie ist es ein bisschen doof. Deswegen ist es eigentlich egal. Nee, aber ich meinte eigentlich eher, Erzähl mir was über Alvaro. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss arbeiten. Okay, aber, Mach doch mal eine Pause. Und wer macht dann meinen Job? Du? Na, ich kann's ja mal versuchen. Und was glaubst du, wird Alvaro dazu sagen? Ich denke, er wird es begrüßen, wenn sein Schmied wach und ausgeruht arbeitet. Das Einzige, was Alvaro begrüßen würde, ist eine weitere Truhe voll Gold. Okay, Alvaro nimmt dich ziemlich ran, was? Manchmal glaube ich, dass wirklich jeder in der Stadt eine Waffe haben will. Ha, wenn Menschen Angst haben, schärfen sie ihre Schwerter. Und die Arbeit bleibt an mir hängen. Naja. Hauptsache, es gibt Bier. Okay. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich habe Nachschubschwierigkeiten. Ständig fehlt irgendwas. Jeden Mist muss ich mir hier zusammensuchen. Am meisten fehlt mir altes Metall, das ich einschmelzen kann, um daraus Rohlinge zu fertigen. Wenn ich genug alten Metallschrott hätte, würde mir das meine Arbeit sehr viel einfacher machen. Okay, dann würde ich sagen, Ich bring dir altes Metall. Aber du kannst doch gar nicht heraus aus der Stadt. Ich mach das schon. Wirklich? Das wäre super. Ich würde es dir auch bezahlen. Oh, okay. Aber ich brauche verdammt viel davon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Alles klar. Metallschrott geht schon klar, würde ich sagen. Also ich muss meine Kerze beobachten. Ohne Witz, das komplette untere Ding ist jetzt voll mit Kerzenwachs, Alter. Das läuft fast schon über. Leck mich am Arsch, ey. Das geht... Alter, ohne Witz, Leute, das ist so krank. Da hat sich über die Blase gebildet, Alter. Das sieht so eklig aus. Alter, wie krass ist das denn, bitte? Ohne Witz, sie hätte das jetzt echt sehen. Das hätte ich jetzt Facecam, würde ich die Cam auf die Kerze halten, Alter. Okay, also das Eisenerz müssen wir von Gnomen, müssen wir da solche Beutel abnehmen. Das kann ein bisschen dauern. Aber Leute, wir haben noch Zeit. Ich meine, diese Quest wird wahrscheinlich eh erst irgendwie in späteren Parts geschehen. Denn jetzt aktuell widme ich mir andere Quests. Und das machen wir dann irgendwie später mal. Ist jetzt auch nicht so mega wichtig. Aber trotzdem fragen wir am besten mal. Woher kriegt man so viel altes Metall? Die Bauern draußen hatten ziemlich viel alten Metallschrott auf ihren Höfen herumliegen. Alte Werkzeuge, Nägel, sowas eben. Aber ich habe von den Gnomen gehört, die da draußen herumstöbern. Sie klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich wette, die haben auch den ganzen alten Metallschrott der Bauern gestohlen. Verstehe. Gut, dann heißt es wohl, ich muss das von denen holen, ne? Ist ja ganz klar. Okay, alles klar. Alter, ich habe nur noch 21 FPS. Was geht denn eigentlich ab hier? Das ist echt voll komisch. Es ist echt manchmal flüssig wie nichts und manchmal flüssig wie Oscar. So, ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal schlafen oder wollen wir die Nacht durchmachen? Ich weiß nicht, so die Nacht mit so einer Fackel ist schon was Fettes, ne? Also geht schon klar teilweise. Wir müssen noch mal mit Alvaro reden, weil... Und dann, ich möchte ja dem Schmied eine Pause gönnen.
Da ist doch was. Und dazu muss ich ihm das hier sagen. Dein Schmied arbeitet ziemlich hart. Tja, die Geschäfte laufen gut. Viel Arbeit, aber auch viel Gewinn. Du solltest Walter eine Pause gönnen, sonst bricht er noch zusammen. Ach was, er ist stark wie ein Oger. Aber auch ein Oger kann nicht ewig arbeiten. Weißt du was? Du hast recht. Aber die Arbeit muss trotzdem getan werden. Dann leg dir mal selber Hand an, du Fettsack. Ich kann für Walter einspringen. Na nein, das ist nicht nötig. Der größte Teil der Schmiedearbeit ist getan. Jetzt stehen vor allem Schleifen und Holzhacken an. Dafür reichen ein paar billige Tagelöhner. Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Alles klar, dann Was suchst Alter, du hier? Alter, ich such deine alte, dumme Fotz. So, Was willst du hier? Ich möchte mit dir reden. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. Ach so, na dann. Hatte ich schon Wache, weil ich... Suchst du? Geht mir so auf die Eier, wenn ihr da meint, ihr müsst da herrennen, ey. Ohne Hitz. Aber gut, da oben sitzt auch noch einer, habe ich vorher gesehen. Ne? Das ist auch, ja, das ist auch ein Schmiedeknecht. Mit dem reden wir auch mal. Hey, du. Es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. Das klingt ja echt übertrieben überzeugend, mit voller Lust hier an die Arbeit. Aber gut, egal. Dann haben wir... Ist das ein Ei? Ah ne, das ist ein Holz. Oh mein Gott. Ja. Daisy, ne, Faktor hier mit rechts der Maustaste hier hinzoomen und sowas. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komm drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere. Klingenstab für Marcello. Das hört sich natürlich interessant an. Ich brauch deine Hilfe. Worum geht's? Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat das damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Hm. 1200 Gold. Warum? Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Naja, sollte man eigentlich meinen. Das Kellerschloss ist alt und rostig. Es lässt sich mit einem Stück Draht aufbrechen. Und den Schlüssel für die Truhe trägt Alvaro am Gürtel. Ich würde mir über was anderes Sorgen machen. Also, worüber würdest du dir Sorgen machen? Über Alvaro selbst. Nachts schleicht er manchmal durchs Haus. Wenn er jemanden erwischt, kriegt derjenige ganz schön Ärger. Was würdest du jemandem empfehlen, der in den Keller will? Er sollte möglichst leise sein und falls Alvaro wach wird, so lange warten, bis der woanders ist. Alter, Leute, ich will den Klingenstab. Okay, dazu brauche ich jetzt Schlösser knacken, ne? Schleichen kann ich ja mittlerweile. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ja, halt die Fresse. Okay, alles klar. Dann schleichen wir mal kurz rum. Wir gucken mal nur ganz kurz. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Alles klar, müssen wir Schlösserknacken lernen. Wie können wir denn Schlösser, oder vor allem wo können wir Schlösserknacken lernen? Weil die ganzen Banditen haben uns ja eh schon verschissen. Alter, da können wir... Leute, liegt doch die alte Fackel. Da können wir eh keinen Schlösserknacken erlernen. Wo können wir den Schlösserknacken erlernen? Bei irgendeinem geilen Fuzzi hier? Boah, warte, lass mal überlegen. Wo können wir den Schlösserknacken erlernen? Bei dem können wir nur Kampf erlernen, glaube ich, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Ja, das ist nur Kampf. Das sieht doch nicht aus wie ein Schlösserknack-Fuzzi. Dann sagen wir, gehen mal kurz pennen da unten. Dann haben wir auch gleich wieder Tag. Dann ist ein bisschen scheiße, wenn wir da jetzt hier mit der Fackel erst rumrennen. So, ab ins Bettchen, Kollege. Boah, von nächsten Morgen schlafen? Nö. Alter, also, ich finde, die Kerze eskaliert gerade derbe. Das ist echt krank.
So, die Fackel lasse ich mal da liegen. Und es ist wieder morgen. Ein neuer Morgen auf Faranga. Oh, da gleich die Musik hier. Das schlägt um. Auch nice. Ich muss erst sagen, die Nachtmusik gefällt mir irgendwie auch sehr gut. Kann der hier sowas? Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ach so, sein großer Freund hat auch schon andere Tage gesehen. Muss man das jetzt irgendwie anders verstehen oder was ist da los? Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Ja, und deswegen gehe ich nicht auf die See. Ne, habe ich Besseres vor. Wie zum Beispiel Titanen bekämpfen. Und so, ist ganz chillig. Macht man ganz gern mal. So, ja, lass mich vorbei, dankeschön. Jacks Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel wird also, wir brauchen Taschendiebstahl jetzt. Das ist auch ganz important. Bei wem können wir das denn erlernen? Das ist Walter, ne? Das hier ist Ericsson, der kann mir die Eier knutschen. Bei wem können wir das denn alles erlernen? Junge, verrückte Morgo. Bei dem nicht. Das ist nur ein komisches Schiff. Lilly. Lilly die Waldfee. Was ist das hier? Rodriguez. Kann man das bei dem... Nein, jetzt nein, nicht. Nein, jetzt nicht. Kann man das bei dem erlernen? Nee, ne? Also gut, alles klar. Und, wen haben wir denn noch, der uns sowas beibringen könnte? Da drin vielleicht jemand? Wer ist denn da drin noch? Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Sorry, Bro. Düter? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Aha, kurz und knapp. Nicht gerade sehr gesprächig, was? Mein Bruder Olf redet sonst immer für mich. Bruder Olf? Ja, und Bart. Bart? Ja, ist auch mein Bruder. Verstehe, ihr seid drei Brüder. Drillinge. Sind auch Schatzsucher. Ach, das noch. Okay, na, haben wir Gespräche. Okay, und bei dir? Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Na, ist jetzt nicht so mega wichtig, glaube ich. Kann die mir denn sowas beibringen? Ach so. Wegen deines Vaters. Hab ich noch ein paar Infos für dich, ne? Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied? Jetzt, wo du es weißt. Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut. Ich hab's kapiert. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeizelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Okay, und ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Hm. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo... Ja, bloß gut, dass ich das weiß, aber... Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden.
Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Oh ja, aber trotzdem, naja, sagen wir mal so, du musst noch ein bisschen warten, weil ich auch noch ein bisschen in der Stadt bleibe. Und ich gehe erst aus der Stadt raus, also ich zeig dir erst, wo der Ausgang ist, wenn ich auch aus der Stadt gehe. Und naja, das kann auch ein bisschen dauern. Daher, Ende, ja, drück, danke. Daher muss ich erstmal, ich will es endlich mal, ich will echt, ich brauche Taschendiebstahl. Wache, ja, fick dich, Vasili. Der kann auch, der ist zu fett, der kann das auch nicht. Weil die Banditen konnten das, glaube ich. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Keine Ahnung, wer kann denn das noch? Der kann das auch nicht. Okus, den kannst du auch den Hasen geben. Ich glaube, der kann nur Stärke und Axt oder sowas. Der hier, kann der das möglicherweise? Kannst du mir das beibringen? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Hallo. Was ist los? Was ist los, Oma? Und der da drüben? Aber ich glaube, die können das alle nicht so wirklich, oder? Na, komm, bleib stehen. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor, wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Ja, ja, der Typ, der wird von mir noch dick auf die Eier bekommen. Das kann ich dir versprechen, Kollege. Alles klar, okay. Ich möchte aber trotzdem Taschendiebstahl-Fuzzi finden, der mir das alles beibringen kann. Und irgendwie ist mir ist gerade arschkalt, ey. Ich habe gerade 18 Grad im Zimmer, 18,8. Geht eigentlich gerade so bei Wintertagen, wo uns liegt gerade Schnee übrigens, by the way. Ja. Mana-Pilz und dann da vorne haben wir noch eine Beere. Hier hinten ist auch noch was. Nicht? Nein, nichts. Okay, nichts. Die Büsche sich hier drehen. Okay. Taschendiebstahl. Bei wem können wir das denn erlernen? Es ist echt, weil so mega groß sind die Hafenstadt auch nicht. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, halt die Fresse. Bei dem hier vielleicht? Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay. Der steht ja eh nicht mehr da. Und die hier oben? Ich weiß nicht, können die sowas, die Wachen? Nee, oder? Ich glaube zwar nicht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, gut. Wie ich hier wieder rauskomme, interessiert mich jetzt nicht so mega viel. Ja, Hammer. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir Taschendiebstahl lernen können. Vielleicht. Vielleicht bei. Warte mal, kann man das hier bei dem hier vielleicht irgendwie. Probier's woanders. Bei dem? Nee, ich denke auch nicht, dass der mir sowas beibringen kann. Irgend so ein Zigeuner muss mir das beibringen. Bäuerin, Bauer. Sid hätte mir das, glaube ich, beibringen können, bestimmt, oder? Und das sind Leute, die mir das hätten beibringen können. Die sind alle weg jetzt oder waren Banditen oder sowas. Was hast du getan? Was meinst du? Du trägst die Schuld daran, dass Sid die Stadt verlassen muss. Jeder ist für seine Taten verantwortlich. Ach, geh mir aus den Augen, du Mistkerl. Ah, schieb dir deinen Besen vor. So, okay, hier ist nichts. Was willst du hier? Deine Mom dick anal nehmen. Mach was anderes. Alles klar. Wie sieht's bei dir aus? Der kann nur die Karte zeichnen, zu was anderem ist er nicht fähig. Boah, Leute, ich will nur Schlösser öffnen und einen Taschendiebstahl lernen, ne? Boah, der kann das auch nicht, denke ich mal. Ja, Belsch, wo kann er das? Ne, der kann das nicht, ne? Gilles. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Okay, Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt.
Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Okay, das kann ich verstehen. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Okay. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Bellschwur. Das habe ich vor. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Klingt logisch. Vielleicht will ich das eigentlich auch gar nicht alles wissen. Der kann mir wahrscheinlich eh nichts verbringen. Der labert bestimmt nur. Ah, jetzt. Cole, der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein alter Taschendieb, oder? Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Gaylord. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Okay. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Bellschwur. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Tier ausweiden, das muss ich auch noch lernen. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlitzt die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Dann kannst du das Fell mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Ja, kann ich es bei dir vielleicht kaufen? Nicht? Okay. Na gut, wir haben immer jetzt, warte, was haben wir denn? Wir haben jetzt aktuell noch 25 Lernpunkte. Würde auch noch reichen für den anderen Stuff, wenn wir den einen Lehrer finden würden. Tiere ausweiden ist daher wichtig, da wir da einfach auch noch Tiere ausweiden können. Was uns das bringt, dass wir einfach übel viel Zeug finden und das dann auch alles verkaufen können gegen Geld und so weiter, ist schon ganz geil. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Okay, Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. Ja, natürlich doof. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Okay. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein. Darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. 10 Felle, okay. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Das ist natürlich doof, ne? Naja, Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Alles klar.
Was habe ich davon, wenn ich die Fälle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Hm. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Okay. Wahrscheinlich, ja, ich glaube, der Typ, der gibt mir einen Bogen oder sowas, einen geilen. Brauche ich jetzt halt nicht. Ich meine, die Quest kann ich schon an sich schon machen irgendwie mal, aber ja, ist es nicht so mega wichtig. Der Typ hier. Gerade ja, nicht. Der ist eh sauer auf mich, weil ich ihn platt gemacht habe. Alter, Leute, wir brauchen Scheiße, Mann. Wir müssen mal hier ein bisschen Taschendiebstahl. Bart? Lol. Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Ja, ich habe schon einen von euch getroffen. Ach ja? Dann muss ich dir ja nicht mehr viel über uns erzählen. Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düter habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Das Gesicht an der Seite, mir, Alter. Wolf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Wolf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Wenn du meinst, schaden kannst nicht. Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zurzeit an gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja, und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Ulf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Alles klar, ja gut. Ah, Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Will ich was trinken? Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Ja, okay, Hammer. Ja, toll. Mann, das ist doch jetzt scheiße, ey. Ich will... Ach, Mann. Ohne Witz. Es muss doch irgendein Vollidiot geben. Hi. Was auch immer es war, ich war's nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut. Ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Ja, Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Wo kann ich Fälle auftreiben? Ich habe keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Im Schlachthaus? Ach so, im Schlachthaus, ne? Ist ja logisch. Aber ich muss doch aus dem Schlachthaus Felle bringen, habe ich gedacht. Das verstehe ich nicht. Warte mal, wie ist denn das nochmal hier? Blablabla. Charakter. Nein, nicht Charaktermenü, sondern L. Hafenstadt, Artefakte, Felle für Fleisch. Wie viele Felle soll ich dem bringen? 10 Felle will er haben. 5 Keiler und 5 Wildschweinfelle. Und ich habe aktuell. Hier. 2 Wildschweinfelle und 4 Wolfsfelle. Achso, ich habe gar keine Keilerfelle, Hammer. Na, das ist natürlich mega burnerhaft hier, extrem und so. Geht einfach hier rein, du ganz sneaky, sneaky. F8. Oh, noch ein Fell, Hammer. Natürlich nice. Lala. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Finn kann mir sowas sicher nicht beibringen, oder? Kann er mir sowas beibringen? Oh, ich bin einfach reingekommen hier. Wie fett ist das denn? Ja, F8, 9, nicht. Oh mein Gott. Ja. Man sollte doch F8 drücken und nicht F9. Ich bin so ohne Witz, Alter. Ah.
Ja, also dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal nach Fällen noch. Mann, ich muss jetzt echt... Warte mal, wie machen wir das denn jetzt mit dem... Ich glaube, ich mache das jetzt so, ich gucke jetzt noch nach den Fällen ein bisschen und so. Und lungere noch ein bisschen in der Stadt rum und mache so ein paar andere Sachen. Und ja, und dann würde ich sagen, wenn wir das dann haben, dann bin ich auch die Aufnahme, beziehungsweise dann mache ich, dann gucke ich kurz im Internet, wo denn, wer denn hier Händler ist, wo Taschendiebstahl, Händler, genau, Händler, wo Taschendiebstahl handelt, genau, Händler, der, Ding macht hier, was laber ich, ein Typ, der mir sowas beibringen kann, suche ich dann kurz im Internet und dann, ja, schauen wir mal, Fläschchen nehme ich mit, so, jetzt auch mitnehmen, sorry, Kollege. Ja, ist schon okay, ne? Hier ist übrigens die Tür, wo wir öffnen, mit dem Schlüssel, den wir bei Ericsson genommen haben. Und zwar haben wir hier drin nämlich die Truhe von Stahlbart. Hier haben wir nichts mehr, okay. Auch übel, übel. Ich habe kein Fleisch zum Beispiel. Oh, da war noch ein Fell. Oh, da habe ich gar nicht gesehen. Und zwar sind hier noch ein paar Sachen drin, die wir dann auch verkaufen können irgendwie mal. So. Alter, Leute, irgendjemand muss mir hier auch Taschendiebstahl beibringen können, oder? Ist was? Ja, ich muss Taschendiebstahl erlernen. Mann. Also hier drüben habe ich alles schon angequatscht jetzt. Wen kann ich denn noch anquatschen, den ich noch nicht angequatscht habe? Im Händlerviertel, wen habe ich denn da? Marcello. Kann der mir sowas beibringen vielleicht? Marcello oder hier, wie heißt der eine andere Kauz? Oder im hier drin? Kann mir niemand was beibringen, oder? Nee, im Bordell nicht. Ericsson. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Nö. Ganz cool, dich voll zu quatschen, weil, ja, ne, und so ist halt so. Gary vielleicht. Der ist doch eh so ein Spitz. Gary, kannst du das? Lass mich in Ruhe, du Mörder! Ich trau dir nicht, hau ab! Lass mich in Ruhe, du Mörder! Ich trau dir nicht, hau ab! Okay. Naja, dann halt nicht. Hey, Leonardo! Verkaufst du Tränke? Das ist mein Geschäft. Irgendwann will jeder mal einen Trank. Egal ob Schläger oder Bauer. Bis auf diese Geizknochen, die bei jeder Verletzung ins Bett gehen. Okay. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Ja, gleich mal vollwerfen hier mit irgendwelchen Geschenken. Okay, alles klar. So, du machst also Geschäfte mit dem Don. Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. Pass auf, ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Ja, nur ein paar Pflanzen. Ja, wollen wir jetzt Gas geben und hier mal Inquisition? Oder wollen wir sagen, ja komm, ich mach mal den hier, weil... Kann ja sein, dass wir noch Tränke von dem brauchen. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Alles klar, Kollege. Kannst du mir auch was über Alchemie beibringen? Grundsätzlich schon. Aber? Ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Okay, das heißt dann in dem Fall was genau? Wo kann ich die Grundlagen lernen? Sprich mit meinem Gehilfen Gary. Er hat einiges gut zu machen. Ja, Hammer. Der will doch eh nicht mit mir reden, oder? Oder will er noch mit mir reden? Ich weiß nicht. Also, ich glaube eher nicht. Und? Wie läuft das Geschäft? Du kannst dir sicher denken, dass ich aufgrund der aktuellen Situation keine Pflanzen mehr bekomme. Momentan verbrauche ich meine Vorräte. Aber wenn weiterhin niemand die Stadt verlassen darf, kriege ich ein Problem. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Welche Pflanzen brauchst du? Heilpflanzen. Kraut, Pflanze und Wurzel. Und was zahlst du? Ich bezahle dich nicht mit Gold. Du kriegst von mir einen Trank. Das muss aber schon was richtig Gutes sein. Ich gebe dir dafür einen Trank der Lebenskraft. Der macht dich widerstandsfähig und zäh. Und versuch nicht, mir mit ein paar ausgerissenen Kräutern zu kommen. Ich brauche viel. Dann sag mir, was du haben willst. 10 Heilkräuter, 5 Pflanzen und 2 Wurzeln. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, wenn du was kaufen willst, ein paar Tränke habe ich noch. Okay, ja, das ist natürlich nice. Wir gucken gleich mal, wie viel wir denn noch haben.
Ja, ich habe die Pflanzen, aber ich weiß nicht, ob ich noch genug habe für nachher, ne? Ende, warte mal, gucken wir mal kurz im Inventar nach. Oh. Also warte, Kräuterliste hat er da, der hat eine Kräuterliste gegeben, okay. Der frühe Vogel fängt den Wurm, geh in Nord-Nordost zu Ost. What the fuck, ich hab... Ach so, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist, okay, alles klar, nee, ich will eigentlich jetzt, alles, was Heilung bringt, ne? Leonardo, genau. Zehn Heilkräuter, fünf Pflanzen und zwei Wurzeln. Zehn Heilkräuter habe ich, fünf Pflanzen und zwei Wurzeln. Wollen wir jetzt einfach mal sagen, ja gut, wir haben das Zeug, oder wollen wir sagen, nee, ich habe einen kleinen Penis. F8. Erstmal alles hier snacken, weißt du? Erstmal alles snacken. Dum, 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 dum. Dum, dum. Ja. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier ist der Trank, den ich dir versprochen habe. Trank erhalten. Alles klar. Den können wir auch gleich mal trinken, denn der bringt uns nämlich Lebensenergie. Wenn ihr unten den Lebensbalken beobachtet, jetzt, dann seht ihr, wir haben jede Menge Lebensenergie, oder jede Menge nicht, aber wir haben 10 Lebensenergie dazu bekommen. Das heißt 10 maximale Lebensenergie. Lol. Das. Ja, Hammer, ne? Kamerabug. Da hinten steht noch eine Kiste. Okay. Ne, was ich eigentlich jetzt, soll ich mal probieren jetzt einfach, ob man hier rein kann vielleicht? Was denn, wenn ich jetzt hier F8 mache? Dann den hier. Dann so. F8 habe ich ja gedrückt. Oh mein Gott. Scheiße. Dichter checkt es. F8 habe ich ja gedrückt, wir können es ja versuchen. Hast du nicht kapiert? Alter, Leute. Wir sind solche dreckigen Diebe, Alter. Wir sind richtige Polen. Nett mich am Arsch. Oh yeah, Chicas. Okay, nochmal kurz F8. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Fuck. Na gut. Schlösserknacken, Leute. Schlösserknacken. Oh, wir können auch hier hochgehen. Ganz chillig. Ganz chillig, kein Problem. F8. Goldmünze, Goldmünze, Goldmünze. Sonst steht hier nichts mehr. Was haben wir hier noch? Ein Apfel. Ein Teller. Ein Herd. Den Herd können wir leider nicht mitnehmen. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Auch, guck mal, noch zwei Fälle drin gewesen. Die brauchen wir ja, schließlich. Ja, komm, da können wir jetzt eigentlich auch runterrennen. Weil das merkt er jetzt eh nicht mehr. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Joa, ein bisschen mitgehen lassen und so. Ordnungstiger, warte, kann der uns sowas eigentlich beibringen? Braucht deine Hilfe. Ich... Worum... Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Okay. Was kannst du... Okay, kann mir also nur Schmieden und Stärke beibringen, alles klar. Kann der mir sowas beibringen? Was ist? Was ist? Fick dich doch, alter Ordensträger. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Nein. Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Okay. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don. Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde.
Okay, ja, vielleicht kann ich dir da helfen, ne? Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Ah, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Hm, obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Okay. Ja gut, das mit dem Schatzsuch ist eigentlich jetzt mal wurscht. Aber ganz ehrlich, Leute, es kann doch nicht so schwer sein. Es ist, ohne Witz, es muss doch irgendjemand geben, der mir Taschendiebstahl beibringen kann. Ganz ehrlich, das fuckt mich gerade richtig ab, Alter. Ohne Witz, ich möchte doch nur diesen scheiß Klingenstab für Marcello klauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Was kann der denn hier? Stabkampf, der kann mir nur Stabkampf beibringen. Dieser andere Typ, der macht sowas wahrscheinlich auch nicht. Boah, ist das fucking hässlich, Alter. Meine Fresse. Wie scheiße ist das denn jetzt? Ganz ehrlich. Na. Warte, oder wollen wir mal den Bandit da fragen? Vielleicht kann der ja irgendwie zufällig noch irgendwie was machen. Ich weiß noch nicht, aber ich denke mal nicht, dass er das macht, weil er wird bestimmt von seinen Jungs mitbekommen haben, dass ich, Jetzt, was ist? Ja, vielleicht nicht, dass ich nicht wirklich da, ne, für ihn arbeite. Also nicht wirklich gut mit ihm stehe. Aber... Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist... Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Okay, Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Okay. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Ganz ehrlich, der Typ, der kann mir das auch nicht beibringen. Das ist einfach Fakt, der kann das nicht. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Das ist zwar ein Scheißversuch, wenn ich ehrlich bin. Und ein richtig scheißdreckiger Versuch, aber da speichern wir auch gleich nochmal richtig. So. Machen wir mal folgendes hier. Los, okay, wir können dem Schaden zufügen. Ja. Vielleicht können wir dem Typ ja. Oh mein Gott, die wollen mich alle schlagen, Alter. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei. Der will mich fertig machen. Geschieht hier recht. Fuck, F9. Es ist nur die Frage, ne? Ich möchte nur kurz den Typ. Also ich möchte ihn ja nicht killen, ich möchte ihn ja nur umhauen, um den Schlüssel zu nehmen, den er dabei hat. Ne, also ich möchte ja den Schlüssel nehmen, dass ich dann da rein kann. Oder ich hau den um, klau mir schnell den Schlüssel und renn dann erstmal eine Runde weg. Ne, geht auch. Oder geht das? Ich weiß nicht, ob das geht, aber man könnte es versuchen. Eins, los, zwei, hinterher! Drei, vier, fünf, sechs. Nichts okay. Zu holen. Nichts zu holen, what the fuck? Kurz F8. So, dann kurz den hier. Ich schlag eigentlich keine Frauen, aber das ist echt hier im Spiel. Na, tut mir leid, Schnucki. Hier gibt's nichts zu holen. Aber trotzdem erstmal looten. Ja. Sorry, Schnucki. Tut mir leid, ich wollte das eigentlich alles gar nicht. Ich lasse euch auch ein Geschenk da, wenn ich dann, ne? Du willst dir doch wohl nichts einstecken. Nein, will ich nicht. Ist alles im grünen Bereich. So, jetzt speichere ich gerade nochmal mit F8. Und jetzt Alvaro. Lass uns am besten nochmal von vorne anfangen. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet, weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse. Zu Meister Belschwur.
Mir geht's gut. Okay. Und dir? Sorry, ja, ich wollte. Also, du hast angefangen. Und Schmiedeknecht, wie sieht's bei dir aus? Was gibt's? Oh, achso, okay. Die sind alle gut drauf, das ist natürlich nice. Wir haben jetzt den Schlüssel. Hier, und zwar. Gehört Buddy, Tonschlüssel wegen Haus vom Wegesrand. Roman aus Seemanns, Hof der Nähe Steinweg, Alvaros Truhenschlüssel. Alvaros Truhen, aber kommen wir mit dem Truhenschlüssel auch hier rein? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Wir kommen da nicht mal mit. Alter, wie lächerlich ist das denn bitte? Wie lächerlich ist das denn? Wir müssen Schlösserknacken erlernen. Mein Gott, was ist das denn für ein Ranz? Regt mich das jetzt gerade auf. Was ist? Bring mir Schlösserknacken bei. Oh, Fettsack. Egal, ich beende jetzt einfach hier mal die Folge. Ich gucke jetzt gleich mal im Internet, wie man den Schlösserknacken erlernen kann hier in der Stadt oder ob das überhaupt geht. Gibt's ja die ganzen Lehre, wo da aufgelistet sind. Ah, ja. Hoffentlich ist es jetzt nicht irgendwie ein Bandit, der halt irgendwie das nicht mehr mir beibringen kann, weil ich ihn halt irgendwie schon verscheucht habe. Was nicht ganz so angenehm wäre. Naja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part und bis zum nächsten Sonntag. Meine Kerze ist jetzt auch nicht eskaliert, aber sie ist ganz schön voll gelaufen hier und so. Und ja, da würde ich einfach sagen, ne? Haut rein, euer Bein, Junge. Haut rein und bis zum nächsten Part. Bis dann, Tschüssikowski. Tschüss.